Heiß her ging es am Faschingssamstag in Purkersdorf. Die Freiwillige Feuerwehr lud zum Ball in den Stadtsaal. Es wurde viel getanzt und viel geplaudert. Hier wurde kein Brand, sondern der Durst gelöscht. Begeistert hat der Einzug des Prinzenpaares, der Feuerwehr und der Honoration. Wir sind mit dabei, weil die Feuerwehr ja sehr gute Arbeit leistet im Jahr. Und deswegen sind wir heute da und unterstützen das Ganze ein bisschen mit den Typen vom Purkersdorf. Wir machen bei allen Bällen den Einzug mit, dann noch das Prinzenpaar stellt sich vor, das Heurige. Und dann gehen wir ins Gewühl hinein und mischen uns unter die Leute. Kommandant Viktor Weinzinger und seine Frauen und Männer begrüßten viele Gäste aus nah und fern. Ich komme aus der Schweiz, aus dem Nachbarort von Bad Säcking, das in Deutschland liegt. Ich bin ja nicht das erste Mal da und seit über 10 Jahren Dauergast am Feuerwehrkulinarium. Viele Männer führten ihre schmucken Uniformen aus, viele Damen ihre tollen Ballkleider. Aber auch den Feuerwehrfrauen stand die Uniform sehr gut. Auch hier spürte man den Zauber der Montur. Ja, das natürlich. Man macht halt viele Jahre mit und trägt die Uniform natürlich mit Stolz, weil man natürlich zu einem Team dazugehört. Und das ist dann schon nett. Auch viele Vertreter von anderen Blaulichtorganisationen kamen in Uniform. Stolz zeigte man, wofür man steht, wenn man hilft. Es ist Tradition, dass wir da zum Feuerwehrball in Purkersdorf gehen. Weil wir ja stark verbunden sind, auch bei der Arbeit auf der Decke. Die Feuerwehr kann sehr gut feiern, auch wir vom Roten Kreuz können hier und da gut feiern. Man amüsierte sich prächtig und es wurde auch fleißig getanzt. Selbstverständlich wird auch getanzt, gehört dazu. Hoffentlich ja, wie mein Partner will. Ich tanze mittelmäßig, aber ich bin ein begeisterter Tänzer manchmal. Selbstverständlich tanzt der Kommandant, der tanzt sehr gerne. Und es ist ja nicht nur Arbeit Ball, sondern Ball ist auch Vergnügen, soll auch Vergnügen sein, weil die Feuerwehr hat das ganze Jahr brav gearbeitet. Wir haben also knappe 500 Einsätze, 36.000 freiwillige Stunden. Dann können wir uns auf unserem Ball auch, glaube ich, ein bisschen amüsieren. Ja, lustig wird es werden auf jeden Fall mit meinen Kameraden. Ich denke, es wird sehr lustig. Und wir werden uns auch gut unterhalten. Ich möchte einen netten Abend verbringen. Ist eine Veranstaltung, wo man sich gut amüsieren kann, wo man viele Leute trifft. Und der Feuerwehrball in Purkersdorf ist was ganz Besonderes, ist der größte Ball in unserer Stadt. Was gefällt Ihnen an so einem Ball besonders? Na, dass es einfach so eine Gemeinschaft ist und die Feuerwehr besonders, dass die auch feiert. Dass sie nicht nur arbeiten muss, sondern dass er feiert. Feuerwehre sind überhaupt, es ist ein der tollsten und ehrenhaftesten Job, was gibt es meiner Meinung nach. Nicht nur bei den Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf, auch am Ball ist körperliche Fitness gefragt. Viele waren sogar so fit, dass sie bis in den frühen Morgen tanzten. Ein Höhepunkt des Faschings in Purkersdorf.